Und jetzt will ich den Förster Goat Spam sehen, aber mal sowas von will ich ihn sehen. Schöner Ball runter auf Kaminski. Langer, hoher Ball. Kalajdzic macht ein Fest. Schöner Ball runter auf die Davi. Abschluss! Schade. Guter Spielzug. Schöner Spielzug. Schöner, hoher Ball von Kaminski. Kalajdzic schlägt ihn weiter in die Mitte und dann die Davi links, sagen wir mal 12, 13, 14 Meter vom Tor und er trifft den Volley nicht ganz mit seinem linken Fuß. Da Ding geht schon deutlich drüber, aber schön, schöne Kombination nach vorne. Freistoß kommt, die Davi. Oh! Trimmel hier mit, ja, das wäre ein Eigentor des Jahres geworden. Das war ja, keine Ahnung, das war ja hier mit der Hacke. Dann doch einen Meter gut neben das Tor, aber hatten dann Jonas selber sehr, sehr gefährlich gemacht. Runter. Trimmel mit der Flanke. Oh, der kommt ganz weit nach hinten und Union Berlin führt mit 1:0. Das geht dann halt etwas arg einfach. Der Ball rechts auf Trimmel. Der ist bekannt für seine Flanken. Topball von Gentner auf Prömel. Auf Trimmel. Der bringt die Flanke auf Prömel. Und da ist halt keiner, ne? Der läuft da völlig frei rein und kann einnicken. Einmal aufgehüpft und dann kann er einnicken. Da ist halt niemand da. Vielleicht kommt da ein bisschen rein, dass halt diese Abwehr da hinten so oder das Team generell so da hinten überhaupt nicht eingespielt ist. Vielleicht kommt es damit rein. Und zack, bis jetzt Zehnter. Ah, Mann. Ja, das ist die rechte Seite von Carazo, Stenzel, Mafropanos. Das ist die rechte Seite laut dem Kicker. Oder laut der Aufstellung eben, ne? Die da halt nicht wirklich wach ist, nicht wirklich dabei ist. Das ist sehr, sehr schade. Ja, Mafropanos, ne, Carazo war es, geht da rein. Tommy führt den Ball, Trimmel wieder, scharfe Flanke und es ist das 2:0 für Union Berlin. Durch Musa. Och, meine Fresse, ey. Oh, Ma, Junge, das ist nicht euer Ernst. Ey, jetzt mal ohne Witz. Das ist doch so schlecht einfach. Langer Ball. Ja, unglücklich. Anton köpft Carazo an, dann kommt der Ball. Carazo klärt ihn fast. Tommy lässt sich ab, rutscht weg. Lässt sich abkochen, Trimmel. Natürlich starker, scharfer Ball, aber liegen zwei VfBler vor Musa und beide können nicht reingrätschen, nicht retten, auch Kobel nicht. Und dann muss Musa nur noch einschieben. Es ist unfassbar, Digga. Es passiert die gesamte Halbzeit, passiert gar nichts und du liegst 2:0 hinten. Es passiert nichts die gesamte Halbzeit und du liegst trotzdem 2:0 hinten. What the fuck, Mann? Es passiert nichts in diesem Spiel und du liegst 2:0 hinten. Deswegen sehr gerne hier einen Punkt mitnehmen. Das wäre sehr, sehr stark, wenn du bei Union nach 2:0 Rückstand bei Union vor allem noch einen Punkt mitnehmen würdest. Das wäre sehr, sehr stark. Ja, Massimo bleibt am Ball. Und Wolfsburg, klar, Wolfsburg ist stark, 100%, Champions League-Kurs, ne? Aber zu Hause gegen Wolfsburg waren wir meistens in Ordnung. So, Endo. Geht's über links, Kaminski. Ah, ja, schön, Förster machen rein! Ja, Junge! Richtig stark gespielt, Mann! Und jetzt will ich den Förster Goat Spam sehen. Aber mal sowas von will ich ihn sehen. Rein damit, Jungs. Auf, come on, Alter. Sehr schön, rein mit dem Spam. Jawohl, Crispy. So ein Ding ist das nämlich. War der, Alter, der war auch unsagbar gut abgelegt. Ne? Geiler Ball von Kaminski, stark abgelegt. Oh, schönes Tor. Sehr, sehr schönes Tor. Sehr, sehr schönes Tor. Langer Ball, Kaminski, stark abgelegt von Kalajdzic. Förster macht es auch sehr ruhig, sehr überlegt, schließt rechtzeitig ab. 2:1 Anschlusstreffer, 48. Der schnelle Anschlusstreffer ist da. Kommt, Jungs, auf geht's. Tommy, zurück, Kalajdzic. Hey, sag mal, Elfmeter, pfeif. Stürmerfoul? Stürmerfoul, Bruder, was? Stürmerfoul? Nochmal bitte. Tommy legt ihn ab auf Kalajdzic, der vertändelt es ein bisschen. Und kriegt den Arm von Andrich ins Gesicht. Wird weggeschuckt. In welchem Leben ist es ein Stürmerfoul? Also das ist vielleicht nicht ganz ein Elfmeter, aber es ist halt in keiner Welt ein Stürmerfoul. Kalajdzic tut es weh an der Schulter. Wird er ja auch gut weggemacht von Andrich. Das ist wirklich sehr, sehr
nah am Rande zu einem Foul, aber für mich noch halbwegs okay, das mit Körperkontakt oder einfach mit Körperkontakt-Sport halt wegzumachen. Aber es ist halt in absolut, ist halt einfach wirklich in absolut gar keinem Leben ist das ein Stürmerfoul. Wenn den nach dem Spiel noch jemand hätte, dann scheiße ich der Person für die Tür. Ja, ich war ja auch sehr, sehr lange dabei. Er war auch wirklich in der zweiten Liga nicht wirklich besonders, der Förster. Wirklich nicht. Aber er ist tatsächlich wirklich eine Bereicherung. Wenn Förster spielt, spielen wir besser. Er ist eine Bereicherung. Jetzt auch direkt das Tor gemacht. Muss man so auch einfach dann, ne, sagen können, wann hat sich geändert, muss man so dazu stehen. Ich heb die Hand, muss man so dazu stehen. Trimmel mit dem Fernschuss. Alter, der kam gefährlich, Kobelhelden. Der kam wirklich gut heute. Trimmel bisher Man of the Match von Union wahrscheinlich, ne? Zwei Vorlagen. Der Schuss auch gut. Boah, der war, glaub, eklig zu halten. Stark von Kobel. Richtig gut gehalten von Kobel. Der war echt nicht einfach, glaube ich. Der war echt nicht einfach. Hat schon kurz gefühlt, dass der ihn einschlägt. Aber Kobel kriegt die lange Hand noch ausgestreckt. Ich sag ja, das ist der Sosa von Union. Wäre auch für uns sehr schön, hätten wir Sosa heute dabei. Für die Flanken eben und für die Standards. 70 Minuten gespielt. Das wäre natürlich immer, immer schöner, wenn du jetzt langsam mal ein 2 zu 2 machst. Jawohl, schön. Endo jetzt über links. Komm, Klimovic. Schöner Ball auf Kulinov. Komm, Junge, mach die Meter. Um Gottes Willen, wo schießt denn du hin, Digga? Wo schießt er hin? What the fuck, Mann? Wo schießt er denn hin? Was ist los bei ihm? Jawohl, die Anzeige kommt. Nico ist AFM Ultra. Ja, die Donations funktionieren, die Designs funktionieren. Ich fass es nicht. Halleluja, es funktioniert. Massimo kommt mit, macht ihn wieder zurück. Lenz mit der Flanke. Oh, junger Vater. Das sagt, das sagt Kruse völlig zu Recht. Fuck, ey. Junge, Junge, Junge. Gute Flanke von ihm. Und er ist halt wirklich 5 Meter frei vom Tor, kommt er zum Flugkopfball und köpft das Ding drüber. Das hätte das 3 zu 1 sein müssen eigentlich von Union gerade. Oh je, schlechter Fehler von Carasso mit Endo zusammen. Ball kommt hoch auf Kruse. Abgefälscht. Eieiei, Kobel hält das Ding. Also Jungs, ich hatte noch nie in einem Spiel so ein komisches Gefühl, dass Endo mal einen Ball verlieren könnte oder irgendwie einen dummen Fehler machen könnte wie in diesem Spiel heute. Diese Doppel-6, das ist es nicht. Carasso, Endo, das ist es überhaupt nicht. Können wir auch gern widersprechen, aber das ist es für mich überhaupt nicht. Jetzt Förster mit dem Freistoß, komm. Ja, kommt gut. Oh, es kommt sogar aufs Tor. Wer war denn das? War es Kaminski? Ich weiß es nicht. Er kommt sogar aufs Tor, aber leider genau zentral auf Lute. Ja, Abpfiff. Union gewinnt mit 2 zu 1. 1,7x Goals bei Union, 1,0 bei uns. Spiel ist aus, wir verlieren mit 2 zu 1 bei Union. Du legst zur Halbzeit, ohne dass irgendwas passiert, legst du zur Halbzeit 2-0 hinten. Sehr unglücklich, kommst gut rein. Spielst eine ordentliche zweite Halbzeit. Klar, Umschaltsituation gab es für Union, dass wir vielleicht mal das 3 zu 1 machen könnten. Wir haben aber auch Chancen nach vorne gehabt. Hättest dir vielleicht das 2-2 verdient gehabt. Der Sieg für Union geht bestimmt auch in Ordnung. Kannst du bestimmt auch irgendwie sehen. Für mich wäre aber das Unentschieden das leistungsgerechtere Ergebnis gewesen, aber so ist es. Natürlich ein Dämpfer im Kampf für die Leute, die es wirklich richtig als Kampf noch sehen wollen um die europäischen Plätze. Mal gucken, was da jetzt im Endspurt noch geht oder halt eben nicht mehr geht.